shaked und es geht los. Jetzt geht's los. Die Base gebumpt. So, Mewtwo vs. Chrom auf PS2. Gleich erstmal eine schöne 30er% Combo. Einfach da reinklatschen. Einfach rein. Weißt du was zum Matchup? Ich würde schon sagen, das ist für Chrom. Das würde ich auch behaupten. Nicht? Doch, würde ich auch behaupten, ja. Ja, vielleicht so, boah. Ja, schon so 60-40. Ja, das kann schon einfach. Aber dann sehen wir mal, was jedenfalls Dorf macht. Er hat heute gut performt. Ja, wunderbar. Er hat ja SDN besiegt. Und noch ja, etliche stimmt. Andere Dinotox Leute. Hat SDN. Nee, warte mal. Hat Dinotox dann SDN? Hast du das geschickt? Oh, einfach down auf den Kopf. Auf den Kopf. Ja, Dinotox hat SDN einen Zusatz geschickt. Das sag ich doch. Nicht rufen. Mhm. Das ist gut, alles Spot-Dodge-Game. Kennst du das, ey? Oh. Oh, schön. Oh, das war's. Das ist wieder even. Das war's auf jeden Fall. Ein Knieprozente nehmen. Mhm. 45. Oh, eine gute Abbie hier. Griff. 25% oder so macht das, ne? Die Abwehr auf dem Chrom. Wer hat's von ein? Ja, die klatschen gut rein. Die klatschen aber richtig rein. Oh. Oh, ich glaube, der nächste. Oh. Ich glaube, die Nutox muss gerade an der Edge aufpassen. Edge gerade vom Chrom sehr gut, gerade von oben. Ja, vor allem Mewtwo ist halt auch ein mieser Lightweight, ne? Ist Lightweight, ein mieser Lightweight. Baby. Lightweight, Baby. Ja, ich glaube. Ja, Jetpack, er wird es wahrscheinlich gleich sein. Mal schauen, wie Rufen den Stock nehmen wird. Oder vielleicht doch Linotox mit einem heftigen Mewtwo-Move. Oh, ja. Der gute alte F-Tilt. Gefährliche Offstage, Onstage. Option hier. Schön, sehr schön. Oh, oh. Ah, was? Wow. Okay. Das war heftig. Sehr wildes Combo-Game hier von Rufen. Schöne Nähe. Oh, aber schöner Down Smash hier auch von Dinotox. Ja, fast gekillt, ne? 5% mehr, dann wäre es gewesen. Oh, und der Reed war eigentlich da. Der Upsmash macht es, okay. Davor auch schon den Upsmash. Also gefährlich für Dinotox hier, aber es ist auf jeden Fall noch alles drin. Oh, die Rolls sind da. Oh, ja, die Back Air. Auf jeden Fall. Ja, gerade an der Edge. Krass, Alter. Kannst vergessen. Gerade knapp so auf 100% und tot. Ja, mit Mewtwo sowieso. Schon sehr heftig. Cheek wäre schon bei 4 tot. Ist so. Ja, schönes erstes Match hier von Ruben. Ja, gucken, was. Kein leichtes Matchup, würde ich behaupten. So, nee. Wie es aussieht, fühlt sich auf jeden Fall irgendwie schwer an für Mewtwo. Was ist eure Meinung? Wer holt das Set? Einmal an die aktiven Zuschauer hier. Sehr gespannt hier. Gibt's eine Tendenz? Ich schätze mal, die Tendenz geht Richtung Rufen. Einfach weil es auch ein Upset wäre, wenn die Nutox das Ding holt. Ich tendiere immer ein bisschen für den Underdog zu sein, aber ich ergreife keine Partei. Ich bin für den, der es verdient hat. Und wir sind im zweiten Game. Yep. Und Rufen startet direkt los mit der nächsten Combo. Boah, der Jab macht doch auch gut Damage hier von Mewtwo. Oh, schöne Abwehrs. So. Ja, und die Decke, ja, die Connecten ist auch. Die klärt. Ziemlich fiese Konverter. Okay. Oh, das könnte Gimp sein. Boah, Alter, ja. Fast runtergezogen. War schon. Sah sehr fies aus. Upsmash? War's das? Nee. Oh, muss aufpassen hier. Oh, schöne Fair.
den Tagen. All den Tag. Aber Ruben lässt ziemlich viel, ey, wirklich so. Oh, jetzt wird er sehr fair viel hier. Pressure hier gerade auf Linotox gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ordentlich Pressure gehabt. Er lässt sich nicht lumpen. Er lässt oh, sich nicht ja. Da oh. Hat er sich leider missklickt. Boah, das hat ihn fast auch den Stock gekostet. Ja. Und. Oh. Er fällt connected nicht. Okay. Oh, okay. Schön. Oh, okay. Ah, aufgeladen, alles nicht. Beste Gefühl. Oh, schön. Ja, schön abgewartet. Mm-hmm. War echt schön. Schön abgewartet. Und jetzt muss den Tanz nochmal aufdrehen und das macht er aber auch. Oh, offstage. Oh, schön hier. Sehr aggressiv unterwegs. Ab der Strings sind da. Ja, hat immer noch zwei Stocks. Da muss was passieren hier. Oh. Und er knallt da die den Schaden noch weiter rein. Da. Die nächste Jetpack. Er will es vielleicht rein mit bisschen Rage. Also einer am Rand jetzt hier ist es auf jeden Fall. Hm. Oh ja. Okay, Side B on stage. Oh, F-Tilt. Oh, ja, so weggeflogen. Schon. Heftig. So weggeflogen. Heftig weggeflogen, ey. Wahrscheinlich wegen Rage auch, ne? Aber allgemein einfach. Das Elfbild sah ungefähr so aus. Da ist Mewtwo. Was? Wie nochmal? Stehst du? Nee, so ganz. Kannst du erklären kurz? Octagon. Oxagon. Hoxagon. Gong, Digga. Oxagon. Es geht schon direkt weiter. Oh, es geht schon direkt weiter. Die haben gar nicht mehr gewartet. Meine Damen und Herren. 2-0. Linotox muss aufdrehen jetzt. Ich will was sehen jetzt. Jetzt müssen die heftigen Kombos kommen. Ah, die geheimen Mewtwo-Kombos. Mewtwo's. Aber was soll man erwarten? Das ist echt ein schweres Matchup. Einfach Chrome ist so ein guter Char auch. Wow. Ja. Aber ich finde stark hier jetzt auch mal Mewtwo zu sehen. Auch, dass Linotox so weit kommt, finde ich sehr cool. Krasse Performance auf jeden Fall. Mit einem Char, den man nicht allzu häufig sieht. Ja, safe. Mal, ich weiß nicht, ob er in seiner NEZ-Serie schon mal so weit gekommen ist. Voll gut. Sieht man ja echt selten. So weit. Bisher immer so am Anfang. Genau wie jetzt. Sehr even. Oh ja, das wird's gewesen sein. Oh, und das war's tatsächlich. Krass. Downsmash, Alter, fliegt's auch krass weg. Mhm. Sehr schön gemacht von Linotox hier. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass Linotox hier in Führung geht. Oh. Und. Oh. 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 Was ein Kombo, Digga. Was? Die Mewtwo-Kombo. Krank, Digga. Krank. Ich kann schon gar nicht mehr aufzählen, was da passiert ist, aber das war crazy. Oh, und der jetzt dreht er ja nochmal richtig auf. Jetzt will er es wissen, Digga. Das ist genau das, was ich sehen wollte, Digga. Linotox, krank. Das war so. So kassiert er jetzt aber auch seinen ersten Stock. Aber, Bruder, was war das für ein Kombo? Das war eine total. Die kann. Aber. Oh nein, und dann der SD. Ah. Oh, richtig ärgerlich und unverdient auch wirklich nach diesem schönen Gameplay. Wow. Aber noch alles drin und im alles Lied ist er auch noch. Jetzt ist wichtig, Ruhe zu bewahren. Oh. Das da Mindset nicht darunter leiden zu lassen und dann geht es schon. Mhm. Das wird ein sehr, sehr knappes Game. Ja, das man muss dazu sagen, natürlich, Rufen killt sehr viel früher. Also auch wenn es für uns eben aussieht von den Prozenten. Oh, Alter. Das war auch schon sehr fies gedacht. Aber Linotox natürlich schneller weg, muss aufpassen an der Edge. Oh, und das war's! Gerät. Oh! Wow. Wie viel Prozent hatte er? Ich krass. Wie viel Prozent hatte er? Ungefähr? Ey, auch so stark der F-Smash. Ah. Ich hab's nicht genau gesehen, aber ich glaube, er war sogar noch unter 100%. Ja, irgendwie. Aber er war halt an der Edge schon, ne? Mhm. Goofy schreibt, let's go Rufen. Ja, sieht gut aus für Rufen, aber nach dem Game, also würde ich sagen, ist alles offen. Krasses Spiel hier von Linotox. Best das Fall? Game gerade eben. Goofy. Es geht ab, Goofy. Es geht ab, Goofy, alles goody. Und jetzt gehen wir gleich ins nächste Game. Ey, aber krasse Performance gerade von Linotox, wow.
Ja, also war genau das, was ich meinte, Digga. Das Kombo war jetzt sehen von ihm. Die war echt sick anwühlen. War jetzt auch wichtig. Game 4. Jetzt geht's los. Sehr krasse Kombo. Auf jeden Fall. Wieder auf PS2. Hätte man mal klippen müssen gerade, ne? Sonst später aus dem Stream mal rausschneiden und unbedingt. Auf jeden Fall auf Twitter stellen. Danke. Ja. Twitter. Okay. Ja, ist auch. Aber Ruben ist auch ganz schön fies jetzt. Oh hier. Mann. Oh, der ja. Ärgerlich, der wollte Linotox ganz sicher nicht auf die Stage, sondern an die Edge. Oh, echt gute Pressure hier für Ruben. Mhm. Oh. Obwohl das Linotox jetzt gerade schon ein bisschen selbst zu verschulden hatte, muss man sagen. Aber holt hier wieder gut auf. Kein Jump mehr. Oh, geht ganz deep. Und er lebt selber noch. So ärgerlich. Ein geiler. Ciao. Oh Mann, ey. Ja, ärgerlich, ne? Da gehst du schon für irgendwie. So was Mutiges. Mhm. Und dann wirst du bestraft. Ja, der hat halt keinen Jump mehr so, ne? Man weiß natürlich die AP. Das war halt auch direkt am Anfang vom Stock, weißt du, dass das natürlich sehr ärgerlich ist für den Linux. Aber. Oh, das wird's noch nicht. Oh mein Gott, Digga. Das war einmal unter kurz. Unter 100% sogar. Das war mal kurz. Kurz! Crazy. Crazy.